Dann ein anderes Thema. Ich wurde jetzt schon halt öfter gefragt von einigen, die mich angeschrieben haben, wie das jetzt für mich ist, so nach 2 Jahren, oder wie das überhaupt jetzt ist für mich, nach der OP und nach den 2 Jahren Testosteron, wie ich damit lebe und wie mein Umfeld damit umgeht. Da wollte ich halt jetzt auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, wo fange ich denn an? Also es hat sich auf jeden Fall einiges geändert, weil man wird ja halt jetzt auch als Mann wahrgenommen, die Stimme ist anders, das Aussehen ist anders, man fühlt sich selber wohler, man ist ausgeglichener, man kann halt jetzt einfach so sein, wie man auch eigentlich ist, man muss sich halt nicht mehr verstellen oder irgendwas vormachen, was man eigentlich ist und aber halt äußerlich nicht ist, was man innerlich ist, aber äußerlich nicht ist. Und ja, wie geht die Umwelt damit um? Also so viel kann man da eigentlich gar nicht zu sagen, weil das passiert halt einfach automatisch. Wenn die Stimme sich verändert, dann wird man halt nicht mehr als sie angesprochen, sondern als er. Und dann mit dem Bartwuchs, das macht natürlich dann auch noch einiges aus, dass man dann mehr als er akzeptiert wird und angesehen wird. Mit der OP, das ist halt meistens so für einen selber, da hat ja die Umwelt nicht so viel mit zu tun. Dafür gibt es ja den Binder am Anfang, dass man sich da wohler fühlt und dass das Erscheinungsbild halt noch männlicher ist. Und der Rest, das ergibt sich eigentlich alles von selbst. Hat man gar nicht so viel Einfluss drauf. Das Einzige, was halt ist, ist bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der hat halt noch ein bisschen Schwierigkeiten damit, so mit er und sie, und na, irgendwie kriegen die es nicht hin. Der Papa, der ist halt auch schon ein bisschen älter, und er ist halt auch, na, ich weiß nicht, zwischen 40 und 50. Manchmal kriegen die, also mit meinem Namen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber das mit dem er und sie, das klappt irgendwie noch nicht so gut. Ja, und sonst. Ich hatte letztens eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Chef, aber es war jetzt halt auch nichts Großes. Wir haben da ganz normal drüber geredet. Er ist halt so, er ist ziemlich nett und ziemlich offen und hat dann halt öfter von meinem Thema erzählt, dass ich trans bin und dass ich ja mal eine sie war und jetzt ein er bin und keine Ahnung. Und ich gehe da ja auch sehr offen mit um, aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich dann auf die Straße gehe, mich vorstelle und sage, ja, übrigens, ich war mal. Das war dann halt im Kundengespräch, dass er das dann halt irgendwie erzählt hat. Und ich bin da aber gar nicht weiter so drauf eingegangen. Die Kundinnen waren, glaube ich, dann auch ein bisschen verwirrt. Oder ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt verstanden haben. Auf jeden Fall bin ich dann nachher zu ihm hingegangen und habe ihm dann halt gesagt, so ja, ne, ich finde das nicht ganz so geil, weil ich kann es überhaupt gar nicht haben, wenn irgendwelche Leute irgendwas über mich wissen, was die nicht wissen sollen. Ich meine, ich mache das zwar hier öffentlich, aber ich habe halt auch noch ein Privatleben und alles das, was mich persönlich betrifft, mein Privatleben, mein Partner, mein Hund, alles, was privat ist, was ich mit euch teilen möchte, das teile ich mit euch, das erzähle ich hier auch, aber diese Seite, die ich jetzt hier habe, das ist halt meine Seite mit dem Weg, wie ich mich verändere, was so auf einen zukommt. Und wenn ich dann irgendwas aus meinem Privatleben erzählen möchte, was gar nicht mit Trans zu tun hat, dann mache ich das, weil ich das möchte und weiß nicht. Also das ist halt der Unterschied. Ich gebe das preis, was ich preisgeben möchte, aus meinem privaten Leben, jetzt nicht, was das Thema Trans angeht. Und so ist es halt dann bei meinem Chef auch. Und habe ich mal halt gesagt, naja, die Kunden, die haben, das sind Kunden. Da möchte ich nicht, dass die, das reicht mir schon, dass die wissen, wie ich mit meinem Namen heiße, wie ich mit meinem Nachnamen heiße, und der Rest, das geht die alles nichts an. Und wenn ich da mit irgendwem rede und ich das selber erzähle, ist das was anderes, als wie wenn andere das erzählen. Da habe ich ihm halt gesagt, dass er das halt, dass die Kunden das halt nichts angeht, was ich in meinem Privatleben mache. Das war dann für ihn noch okay, weil er sagt, ja, okay, ne, wusste ich nicht und so. Weil er hat das halt irgendwie, wir hatten letztens eine Praktikantin dann auch.
Da hat er es dann auch erzählt und die Praktikantin meinte so, oh ja, voll cool. Ich habe einen Freund oder einen Kumpel, der ist jetzt auch eine Frau, ich glaube, er hieß Kim oder so. Sie würde sich da auch mit auskennen, irgendwie. Und ach, ich weiß auch nicht, es war auch eine komische Frau. Die war auch nur eine Woche oder so da, von 3 Wochen. Aber ist auch ein anderes Thema. Ja, und wie gesagt, alles, was ich halt so privat habe, das möchte ich halt hier dann auch nicht preisgeben, was halt auch verständlich ist. Weil wie gesagt, ich habe ein Privatleben und halt dieses Leben. Und deswegen ist es auch so, dass ihr mir ruhig alle eine Freundschaftsanfrage schreiben könnt und mich anschreiben könnt. Ich werde grundsätzlich keine Freundschaftsanfragen annehmen. Ne? Schreiben tue ich mit jedem, aber ich nehme grundsätzlich keine Freundschaftsanfragen an, weil ich finde es einfach super nervig. Ich bekomme keine Ahnung, wie viele Freundschaftsanfragen, nur weil ich trans bin und halt diesen Channel habe. Und man kann sich gerne mal so treffen und dann kann ich immer noch sagen, okay, ne, dann kann man da vielleicht sich ein bisschen mehr, kann man ein bisschen mehr in Kontakt treten oder nicht, wenn ich für mich denke, dass ich mit der Person lieber auf Abstand sein möchte. Aber wie gesagt, das trenne ich halt sehr und ich hoffe, das kann man halt nachvollziehen. Ja, und sonst, wie gesagt, kann man so viel gar nicht sagen. Die Veränderungen, die kommen halt durch das Testosteron und jeder nimmt das halt auch anders wahr. Ich bin jetzt zum Beispiel ganz froh, dass ich immer am Anfang habe ich ja jeden Tag immer ein Video gemacht von meiner Stimme, ein Foto von mir und alles, was sich so verändert hat, halt fotografiert oder per Video festgehalten. Einige, die wollen halt gar nichts mehr zu tun haben, die wollen das alles so schnell wie möglich hinter sich haben. Ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil ich persönlich dann den kompletten Fortschritt sehen konnte, den ich gemacht habe. Ich konnte halt genau sehen, wie ich mich entwickelt habe. Das kann man halt schlecht, wenn man halt keine Vergleiche hat, weil man selber sieht sich jeden Tag, man nimmt das nicht so wahr. Man denkt immer so, oh Gott, da tut sich nichts, da tut sich nichts. Aber wenn man dann mal 3 Monate zurückblickt, dann denkt man so, boah, krass, da hat sich doch schon einiges getan. Und das hat mir persönlich halt sehr geholfen. Und da muss halt auch jeder für sich selber gucken, was einem da hilft. Für mich war das halt so eine Art Selbsttherapie auch. Aber wie gesagt, es gibt halt genug Leute, die das schnellstmöglichst hinter sich haben wollen und da bloß nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und das muss jeder, da muss jeder selber gucken, was für einen das Beste ist und wie er das handhaben möchte. Ja, und sonst, meine Familie kommt da super mit klar. Mein Papa, der hat das jetzt halt mittlerweile auch alles kapiert und kommt da auch soweit gut mit klar. Meine Mutter ja sowieso schon von Anfang an, mein kleiner Bruder auch. Mein Opa hat das auch direkt verstanden, was mich sehr gewundert hat. Der ist 85, 86. Sonst auch alle Verwandten, Bekannten. Also eigentlich, ich hatte keine Probleme. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir das erste Klassentreffen wieder haben. Ich hatte jetzt seit meiner 10. Klasse oder seitdem ich meinen Abschluss habe, den habe ich 2008 gemacht, meine ich. 2008 oder 2007, aber ich glaube, es war 2008. Und seitdem hatten wir kein Klassentreffen mehr. Und ich weiß halt, dass einige von meinen Freunden schon Kinder gekriegt haben und verheiratet sind und so. Und ich habe aber auch nicht mit allen Kontakt. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, wie gesagt, sonst kann ich da so viel gar nicht zu sagen. Es sei denn, ihr habt irgendwelche speziellen Fragen, dann könnt ihr mich gerne anschreiben oder falls irgendwelche anderen Sachen sind, wo ihr irgendwie was wissen wollt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben.